quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Träumchen, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie. Denn beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jeweils gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel haben wir hier optimale Voraussetzungen für eine tolle Partie. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz... Er hält das Tor! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Er hat es einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. Balleroberung, schneller Konter, konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen und sie setzen es um. Deutschland gerät in dieser frühen Phase bereits in Rückstand. Hier ist Neymar. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. So, der Schiedsrichter holt ihn zu einem Vier-Augen-Gespräch. Er kommt aber wohl mit einer Ermahnung nochmal davon. Der war aber richtig gefährlich. Direkt in den Fuß des Gegenspielers. Da spielt er seine ganze feine Technik aus. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Rüdiger lässt sich diesmal nicht austricksen. Hier ist Neymar. Mbappé. Hier ist Mohamed. Und ein Schuss. Der ist drin! Wir können von einem Doppelschlag sprechen. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache. Serbien, jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Jetzt ist was möglich. Ein guter Ball und sie sind durch. Neymar. Und dann macht er sein Tor. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den Ausgleich auch noch schaffen können. Ja, wenn man das Fußgelenk einfach mal herausnimmt, dann kommt sowas mal rum. Stark. So viel Power, so viel Präzision. Ich könnte heulen. Sie sind wieder dran. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Und ab geht die Post. Kunde hat gut aufgepasst. Mbappé. Klares Foulspiel. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Kimmich. Die Chance zum Abschluss. Neymar. Jetzt könnte was gehen. Marco Verratti. Sehr gut abgefangen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Benzema hat unglaublich viel Platz da draußen. Was macht er damit? So, jetzt gibt's Eckball. Messi spielt den kurzen Ball. Und der Abschluss! Und Kopfball! Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Tempo-Gegenstoß. Und da ist der Pass.
Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Marco Verratti. Das ist Mbappé. Und der Konter läuft. Oh, das kann ins Auge gehen. Benzema. Und er macht sich den Weg frei. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Er zieht auf. Spielverlagerung auf die linke Seite. Kimmich. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Und er läuft und läuft und läuft. Und die große Chance. Guter Pass und eine großartige Chance. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Kommt weit nach vorn. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Messi. Ein schwacher Pass. Marco Verratti. Hier ist Messi. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Messi. Kommt zwar noch an den Ball, aber nicht mehr wirklich entscheidend. Neymar. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Mbappé. Alleine in Richtung Tor. Er versucht's. Ja, oh, guter Versuch, aber das war's mit der ersten Hälfte. Eine ganz enge Angelegenheit zwischen zwei Mannschaften, die immer wieder die Offensive suchen und zum Abschluss kommen. So darf es weitergehen in der zweiten Halbzeit. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Substitution for Germany. Number 7. Nun beginnen wir sie, die Karim zweiten Benzema. 45 Minuten. Number Deutschland six. Muss natürlich sich vor Augen Karim halten, wir Field. Haben noch Zeit, 45 Minuten. Number wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert, Kylian andererseits Mbappe. Aber auch druckvoll agieren. Number 22. Schon läuft der Gegenangriff. Ein hochinteressanter Ball. Kommt der an? Und die Bahn ist frei. Messi. Heute geschlossene Gesellschaft. Neymar. Casemiro. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Nicht wirklich viel gefehlt. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Auf der anderen Seite steht erst eine Ecke auf dem Konto. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Hier ist Messi. Mbappé. Freistoß für Deutschland. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Nochmal alles feinjustiert. Neymar. Da kommt der Abschluss. Nee, auch hier kein Tor. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Da hat er den Überblick behalten. The attendance for this match was 71,649. Der Ball kommt zurück ins Zentrum. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf.
Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Neymar. Gutes Auge, guter Pass. Mbappé. Mbappé. Zweiter Ball. Der Ball ist im Netz. Deutschland erzielt den Ausgleich. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Ja, da war natürlich auch eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Substitution for Germany, number 11, Neymar, number 10. Beide bringen neues, frisches Personal. Das ist inzwischen eine richtig flotte Partie. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Number 17, Haaland. Antoine Griezmann. Wunderbarer Ball. Number Klasse. 13. Abschluss. Latte. Substitutions taking place. Jetzt ist Übersicht gefragt. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Er probiert es mal mit dem Heber. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der... Das könnte was werden. Und die Kontergelegenheit. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Den hat er kommen sehen. Ah, er hat... antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Und die Schusschance. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da heißt es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Das ist Griezmann. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier... Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Das ist mal eine Balleroberung. Okay, das sieht vielversprechend aus. Mbappé. Und das Tor für Deutschland. Sie sind wieder am Drücker. Das haben sie sich verdient. Da haben sie nach Ballgewinn ansatzlos umgeschaltet und den Konter ganz sauber zu Ende gebracht. Ein Paradebeispiel für einen schnellen Gegenangriff. After 84 minutes is number 99, Harry Kane. Das ist die Führung. Harry Kane. Der Typ hat es einfach drauf und das hat er in dieser Situation. Riesenmöglichkeit. Kane gewinnt den Ball für sein Team zurück. War es das jetzt schon? Die Uhr tickt und tickt und tickt und es war vielleicht die letzte Gelegenheit, hier den Ausgleich zu machen.
Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Gut gesehen, guter Laufweg. Die Möglichkeit für Korea. Kommunikation ist das A und O. Jeder muss seinen Mann im Blick haben. Er geht auf Nummer sicher. Den hat er ganz genau geschnuppert. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt sie ist. Sie haben sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind am Ende dafür belohnt worden. Deutschland hat es bis zum Schluss mega spannend gemacht. Eine tolle Leistung. Es sah lange Zeit nach einem Unentschieden aus, aber das, was passiert...